Hey Freunde, wir sind endlich soweit, die Special World, das allerletzte, was dieses Spiel zu bieten hat. Red Lava ist das erste Level, fangen wir einfach an. Aber ich will euch ganz ehrlich sagen, ich erwarte das Schlimmste vom Schlimmen. Welt 8, damals, sag ich jetzt, das war sehr, sehr hart. Also, warum sollte Welt 9 dann nicht noch härter sein? So, also, das Einzige, was wir haben keinen Boden in diesem Level. Außer vielleicht ganz am Anfang. Okay, hier ist auch dann wieder Boden, aber wir haben wenig Boden. Hauptsächlich haben wir Lava und hier solche coolen Wasserbälle, Blasen. Wo muss ich denn? Ach, da unten her schwimmen oder so. Okay. Ich glaube, das kriege ich hin. Dann mal hier hoch. Hier wird auch ein Power-Up. Au, ein Stern. Nehme ich gerne. Cool, die Münzspur, die mir so verrät. Ey, geh mal da lang. Ich glaube, ich bin viel zu langsam, oder? Oh, gerade noch so. Ich wusste, die zweite Münze ist dahinter, ne? Boah, das war richtig, richtig knapp. Ihr wisst das. Aber ich habe zum Glück hinbekommen. Oh, mir wird sogar das Ding angeboten. Also, na toll, ich krieg das noch nicht mal. Also, ich krieg das schon, aber nur, weil ich schon so hoch springen kann. So. Ja, also, ich will mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber bis jetzt geht das eigentlich voll fit. Aber ich habe auch dieses coole Flugding, damit ist das Ganze sowieso ein bisschen einfacher auf jeden Fall. Was man hier machen muss. Also meistens. Es gibt auch Situationen in diesem Spiel, wo einem die Flugmütze auch nicht weiterhilft. Oh, fuck, das geht ja weg. Ah ne, nicht ganz gut. Ich dachte schon, das Ding, wo ich drauf landen wollte, das geht jetzt einfach in die Lava rein. Okay, das eine Ding ist rot. Ach, der springt da viel instantmäßig raus. So raus und dann zack, wieder hoch. Direkt so. Kontinuierlich. Cool, das war Level 1 von 9. Oder wie viele Level sind das? Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Ist ja ein großer Kreis. Ne, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viele Levels das sind. Kann ich das irgendwie nachgucken unter Starcoins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, es sind 10 Levels. So, nächstes Level, Brown Forest. Oh, gut, bei Brown habe ich schon was ganz anderes. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß gar nicht mal, wie relevant es ist, die Starcoins hier zu sammeln. Ich meine, man braucht sie, um eine Special World freizuspielen. Jetzt bin ich in der Special World. Wenn ich jetzt welche verpasse, was dann? Ich meine, ist es jetzt eigentlich scheißegal oder nicht? Ich meine, ich würde trotzdem mich freiwillig dazu bereit erklären, mit Freude die trotzdem zu versuchen, so zu sammeln. Aber wenn es dann mal nicht klappt, was dann? Okay. Gut, dass ich das habe. Also die Viecher sind auch riesengroß teilweise. Ich kann das sogar aufheben, ist ja krass. Wusste ich jetzt nicht. Ah, guck, habe ich mir schon die Essence hier freigemacht. Auch das Level hier macht auf dem ersten Eindruck nicht so einen schwierigen Eindruck. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Also ich habe auch im ersten Level jetzt mit viel schlimmer gerechnet. Klar, es ist herausfordernd. Man kann schnell in die Lava fallen und sterben, aber das war jetzt echt nicht so schlimm. Oh, das war's? Ernsthaft? Okay. Das war echt voll das lahme Ding. Oh, und Instant Checkpoint. Wenn ich hier klein mache, dann... Ah, nee, wenn ich drauf springe, dann... Tja, jetzt sehe ich den ja gar nicht mehr. Egal, ich überspringe dann einfach, bevor ich Kacke mache. Wenn ich drauf springe, teilt sich hier ein kleiner auf. Wenn ich mir Stampfattacke drauf gehe, dann... Okay, das ist die zweite Münze. Wenn ich mir Stampfattacke drauf gehe, dann nicht, dann... Sind sie direkt mit zerstört. Das ist ja voll cool und so. Ups, hab aus Versehen die dritte Münze schon bekommen. Boah, der Riesengumba. Getötet. Und das war's. Okay, das Level war ja noch einfacher als das erste. Aber gut, freue ich mich. Ernsthaft, ich... ihr habt gesehen oder gehört, vor allem, wie ich geraged bin in der achten Welt. Wenn das jetzt so eine entspanntere Nummer hier wird, zum großen Abschluss des Spiels, dann ist das auch eine schöne Sache. Orange Praile. Ach, Prairie, klar. So Wüste, Steppe mäßig, sowas. Oh. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Kack hier mache. Also es hagelt ja auch die ganze Zeit diese Meteoriten dabei. Meteoriten? Meteorit? Metroids? Ach, keine Ahnung. Ich kann das Wort nicht mehr. Wow, das war knapp. Meteoriten. Meteoriten? Meteoriten mit einem T, oder? Ja, ich hab das nicht so drauf mit der deutschen Sprache.
gehen wir denn hin? Eigentlich will ich ja da hoch. Aber da wird es anscheinend auch nichts geben. Na gut, dann nicht. Ach, da kann ich gar nicht rein. Ich habe jetzt alles auf diese Röhre gebaut. Ah, ich verstehe, wo wir lang müssen. So. Und dann hier runter. Cool, ein Leben. Ich bin sogar viel zu cool, um das einzusammeln. So cool ist die ganze Sache. Da ist eine Münze. Moment. Ach so, wir von der anderen Seite. Oder? Moment. Wie hole ich mir dieses Ding jetzt schon mal? Jetzt habe ich schon mal mehr Probleme mit der ganzen Sache. Hier runter. Und dann hier lang, oder? Cool. Ich wünsche nur, ich hätte jetzt mein Power-Up nicht verloren. Wow, lieber unten lang. Aber hier kriege ich jetzt sicher irgendwas Neues. Okay, immerhin. So ein Hammer-Ding, das hat auch was. Kann ich mich an die Seile... Kann ich mich da festhalten? Okay, jetzt will ich es natürlich nicht ausprobieren, weil... Da kann ich schnell sterben. Hätte ich dieses Flugpower-Up, hätte ich kein Problem damit gehabt. Da hätte ich noch so einen Zusatzsprung. Und damit hätte ich dann alles geklärt. Aber jetzt? Nö. Aber egal. Ich meine, wird ja eh nichts da gewesen sein. Jetzt brauche ich nur eine gute Gelegenheit. Zack. Und wieder weg. Wunderbar. Yeah. Fuck, wie kriege ich denn das Ding jetzt? Der Knopf. Der Knopf wird mir das bestimmt... Wow, gut, ich habe kurz Angst bekommen, weil ich wäre voll runtergeknallt. Und das war's. Yeah, Mann. Cool. Oh Mann, was soll ich noch groß sagen eigentlich zum Spiel selber? Ich glaube eigentlich, habe ich schon im abschließenden Part alles gesagt, obwohl der abschließende Part ja gar nicht das Spiel abschließt, sondern nur alles, was ich bisher gemacht habe. Aber wirklich schöner Hack. Ich muss sagen, ich habe auch nicht wirklich viele New Super Mario Bros. Wii Hacks gespielt. Es gibt eine ganze Anzahl, also eine ganze Reihe davon. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ein Hack besser sein kann als dieser, weil diese ganzen anderen Hacks wurden von einzelnen Personen gemacht. Und das hier ist so ein ganzer Team-Hack. Ich glaube, wenn ich mal davon ausgehe, ist das ja der beste eigentlich. Dann so einfach mal vom Logischen. Dann gibt es noch diese ganzen, es gibt noch Ableger von Newer Super Mario Bros. Oh fuck, ich wäre jetzt fast da reingefallen. Also so... Oh fuck. Ah cool, ich kann die töten. Ah. Oh, den habe ich jetzt nicht mehr getötet. Scheiß Riesenfische, ey. Moment. Ich muss mich ja voll konzentrieren eigentlich. Aber es gibt ja Ableger, zum Beispiel Newer Summer Sun und Falling Leaf. Also ein Sommerhack, ein Winterhack gibt es auch. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und ein Herbsthack. Für eigentlich alle Jahreszeiten, außer dem Frühling, haben wir eigentlich da was. Das sind solche kurzen Ein-Welt-Hacks immer so. Würde ich auch mit Freuden gerne spielen. Demnächst. Ach komm, den Checkpoint kriege ich aber noch, oder? Yes, danke schön. Bevor ich ja ganz drauf gehe. Ja. So, und das sind dann auch mal Team-Hacks vom selben Team. Also werden sie auch wohl höchstwahrscheinlich dasselbe Feeling hier vermitteln. Oh, außerdem noch ein Leben entdeckt. Oh, cool, Geld. Ich kann ja mal versuchen. Okay, das ging jetzt nicht so fit. Ich hab so gehofft, ich kann die schmeißen und die damit töten, aber irgendwie... Naja, das krieg ich ja gar nicht hin. Ich will das Ding öffnen. Ich habe die Vermutung, dass eine Ranke drin ist. Okay, komm, wir gucken jetzt nach. Fuck, es war nur so ein dreckiges Leben. Das dritte schon, oder? Was ich in diesem Level gefunden habe. Ja, Mario Kart Musik. Und zwar diese Donkey Kong Bergmusik. Okay, oh, den zu holen, das wird eine Herausforderung. Frisst das? Ne, leider nicht. Okay, komm, wir gehen einfach rein, Augen zu und durch. Oh, es hat sogar geklappt. Geil. Ja, und diese ganzen anderen Hacks sind halt Hacks von einzelnen Personen. Und teilweise bauen die sogar auf der Engine von diesem Spiel hier auf. Also, besonders die etwas neueren Hacks. Also, die haben dann halt nicht New Super Mario Bros. Als Vorlage genommen, so wie das Spiel im Original ist, sondern die haben dieses Spiel genommen.
und das als Vorlage verwendet. Dieses Spiel hier hat ja ganz viele Unterschiede, auch mit der ganzen Overworld und diesem ganzen Kram halt. Zum Beispiel, naja, was ihr halt gerade seht, oben links, unten unten, dieses Ding. Wenn ich in ein Level reingehe, dann diese Vorschau da, genau das hier, das gibt's auch nur in diesem Spiel. Und dann haben die das zum Beispiel als Vorlage genommen. Das Level ist grün. Oh, Yoshi's Island Mucke, kann das sein? Schön. Jetzt fehlt aber ein Yoshi. Ich finde, jetzt habe ich mir einen verdient. Okay, wow, das beeindruckt ihn jetzt voll, wenn ich ihn mit Eis zuschlage. Na, Vollblume hätte sich hier auf jeden Fall besser angeboten. Da ist eine Münze. Wie soll ich den holen und damit zurückkommen? Warte mal, wenn ich hier lang laufe. Ne, das geht auf jeden Fall in die Hose, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn dieser Typ hier nicht mal im Weg wäre, dann hätte ich vielleicht von da unten Anlauf nehmen können. Warte, ich gehe nochmal weiter zurück mit dem Ding. Ich werde wahrscheinlich bei dem Versuch draufgehen. Ja. Nehmen wir uns die Flugmütze einfach. Ich weiß nicht, entweder das oder Feuerblume und dann von da unten aus herspringen. Eins von beiden würde wahrscheinlich eher Sinn ergeben. Aber probieren wir es auf die wahrscheinlich einfache Methode. Und dann holen wir uns das Ding und dann ist das auch gar kein Problem. So, scheiß mal auf die Eisblume, Mann. Das Ding ist richtig nutzlos in diesem Level, zumindest bis jetzt. Die Viecher kann ich damit überhaupt nicht erledigen. Warte, wir schieben das trotzdem mal so ein bisschen hier hin. Ich muss ja auch irgendwie wieder von da zurückkommen. So ist gut. Oh, ach, dann kommt Bro. Oh, fuck. Ich fasse es nicht. Ich dachte, ich renne einfach durch. Okay, wenn ich es habe, habe ich auf jeden Fall einen guten Rückweg. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Wenn ich es zumindest nicht verkacke. Ja gut, dann... Ne, nochmal. Also dann. Okay, ich springe jetzt einfach hier hin. Boden taucht auf. So, ganz einfach, eigentlich. Ein bereits gedrückter P-Switch? Okay. Das hatte ich auch noch nie. Okay, da kann ich nicht lang. Obwohl, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich will unten lang. Ich weiß zwar noch nicht, was unten da ist, aber ich will. Alles klar. Ah, eine Röhre. Also wird das schon mal ganz wichtig gewesen sein, bestimmt. Da ist sogar ein Pfeil, der dahin zeigt. Auf einem Schild. Ja. Ach, ich halte mich hier dran. Ich dachte schon, warum diese Münze so. Gut, ich kann ja so ein bisschen cheaten, natürlich. Gehen wir mal da lang. Das war jetzt die Röhre, die unauffälliger ist. Also die eine war so mit zwei Fallen so belegt. So, ey, Junge, geh hier rein, das ist gut für dich. Aber das ist so die... Ah, seht ihr? Die Röhre. Kann ich auch irgendwie... Ach du Scheiße. Oh, da kommen gleich ganz viele Pflanzen auf mich zu. Ich muss den Weg aber wieder zurückgehen. Ich habe eigentlich so gehofft, dass ich von da, auch, da aus auch wieder raus kann, so. Aber nö. Okay. Jetzt. Jetzt aber. Also wenn jetzt richtig viele von diesen Pflanzen kommen, wäre es vielleicht dann doch besser... Oh, wieso die scheiß Eis... Ich nehme die Eisblumen trotzdem. Glaub mir, es gibt... In diesem Spiel habt ihr es vielleicht auch überhaupt noch nicht mal gesehen, dass ich die Eisblume vor dem Flugding bevorzuge. Aber jetzt ist eh vorbei. Ich wünsche, ich hätte mehr Flugpower wieder. Eisblume ist voll Müll, glaube ich. Zumindest in diesem Level. Ich kann die Dinger ja nicht instant damit töten. Vollblume würde wenigstens noch was bringen. Okay, wie komme ich denn darauf? Irgendwie... Mein Sprung reicht gar nicht. Ich muss im richtigen Moment drücken. Oder ich halt gedrückt. Okay. Gedrückt halten geht auch fit. Jetzt habe ich's. Ach, verdammt. Eisblume, ey. Das ist mein größter Feind in diesem Level, die Eisblume. Okay, jetzt haben wir mal einen Gegner getötet. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich an die letzte Münze da unten rankomme. Guck mal her. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Drehen wir uns mal da runter. Ah, da sind drei. Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass sowas kommt, weil auf diesem Vorschaubild von diesem Level, da war es ja auch so. Da waren ja auch so drei Dinge auf. Also, das hier und genau das Bild halt. Diese drei Viecher auf einen, so ein Teil.
Warte mal. Okay, nein, ich muss mich weiter in die Richtung drehen. Aber, oh, fuck, ich kann ja auch voll darunter fallen. Na gut, also da in diese Grütze rein, meine ich. Dann töten wir mal einen. Das, ich springe hier einfach. Als ob ich damit rumfahre jetzt. Der steht echt blöd. Gut. Kommt man den mit Eisblumen? Nee. Beeindruckt die gar nicht. Okay, jetzt noch ganz vorsichtig hier raus. Während überall Feuerbälle auf mich zukommen. Die kann ich mit Eisblumen aber nicht abwehren. Habe ich so gehofft, so ein bisschen. Naja, was soll's. Ich glaube, viel kommt ja auch gar nicht mehr. Spekuliere ich mal. Und die müssen mich ja dreimal erwischen. So, das war der erste Treffer. Ich springe jetzt hier einfach weiter. Ne, geht doch noch ein bisschen weiter. Oh, ich habe irgendwie Geld bekommen, frag mich nicht. Und jetzt haben wir's. Yes. Oh ja. Naja, zusammenfassend kann ich sagen, weil ich schon gesagt habe, Eisblume. In diesem Level sehr unpraktisch. Das war das grüne Level. Ich finde das cool, die Idee. Wir gehen immer so eine andere Farbe durch in jedem Level. Jetzt kommt das hellblaue. Blue Chili. Nee, Chill Dessert. Chili. Klar.